Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um den Innenraum. Ich bin ab und zu gefragt worden wegen der Mittelarmlehne. Ich zeige euch schnell, was wir alles gemacht haben im Innenraum. Weil so gut der Jahres auch effektiv ist, hat er im Innenraum doch ein, zwei Sachen, die mich persönlich richtig nerven. Die Ergonomie an sich ist super. Da muss ich wirklich sagen, die ist echt gut. Es hat zwei, drei Sachen, die mich richtig nerven an dem Auto in meinem Raum. Eins davon ist Mangel an Ablagefläche. Also du hast praktisch nirgends irgendwo ein Fach, wo du, abgesehen vom Handschuhfach, hast du kein Fach, wo man kann zumachen kann, wo beispielsweise eine Sonnenbrille, ein Portemonnaie, ein Handy, was auch immer, wo man könnte dort ablegen, ohne dass es im ganzen Innenraum herumfliegt. Er hat in den Türen innen, aussen, hat da ein Fächchen für eine halbe Liter Flasche Wasser oder eine 1 Liter Flasche geht, glaube ich, sogar hier. Dort kann man etwas tun, aber auch da ist nicht geschlossen. Und die Sonnenbrille würde ich jetzt persönlich nicht unbedingt dort drin haben. Darum haben wir eine Mittelkonsole nachgerüstet, weil das ist eh auch etwas, wo ich nicht verstehe. Warum macht man keine Mittelkonsole, eine Mittelarmlehne? Es ist so viel bequemer zum normalen Autofahren. Und selbst mit einem Yaris, da fahrst du nicht immer Attacke oder Vollgas. Ja, es gibt auch ganz normale Tage, wo man halt mal schnell auf der Autobahn 50 km fahren muss. Also, dann haben wir zum einen Mittelkonsole. Die seht ihr hier. Ich zeige sie jetzt noch schnell im Detail. Was sie hat, ist, du kannst zum einen auftun, was ich super gäbig finde. Hat genug Platz für ein Handy, sie schließt schön, sie ist schön stabil. Wenn man sieht, was sich hier bewegt, müsst ihr mal den Sitz anschauen. Es ist effektiv der Sitz, der sich bewegt, also die Sitzdruckenlehne, die sich mitbewegt mit der Konsole. Sie ist echt stabil. Das Einzige, was sich halt bewegt, ist der Sitz an sich, weil sie ist auf der Seite in den Sitz geschoben. Das zeige ich euch jetzt gerade noch schnell. Ich habe mich für die entschieden, weil es zu dem Zeitpunkt, als ich sie bestellt habe, das Einzige war, das ich kennt habe oder das ich gefunden habe. Ist Südmeco, heisst es, glaube ich. Der Hersteller ist Schweden, schwedische Firma. Ich habe es dort bestellt. Ich finde es von der Verarbeitung her mega schön, auch mit den roten Nähten. Es sieht aus, wie wenn es original schon so wäre. Und es hat mich auch schon einer gefragt, wo dass ich denn die herhege, weil die gäbe es ja gar nicht zu kaufen. So. Es ist effektiv, es sieht aus, wie wenn es von Toyota selber wäre. Ein weiterer grosser Vorteil, den ich sehe, ist, sobald man etwas schneller fährt und am Schalten ist, ist sie im Weg. Dann kann man sie einfach gut klappen und dann ist sie zum Weg aus. Genau, das finde ich echt sehr gäbig. Ich zeige euch jetzt gerade noch schnell die Mittelkonsole im Detail und auch wie sie hinten im Sitz angeschoben ist. Und so sieht die aus, wie man wirklich sieht, auch von den Nähten her. Es könnte wirklich sein, dass die von Toyota selber ist. Da sieht man jetzt halt den Abdruck von meinem Ellbogen. Genau. Dann offen hat sie da genug Platz für was weiß ich was rein. Also Sonnenbrille, Handy, alles geht problemlos rein. Genau. Und sie raschen da schön ein. Und so rum praktisch kein Spiel. Das Einzige, was sie hat, ist so. Aber wenn man jetzt mal den Sitz anschaut, es bewegt sich der ganze Sitz mit. Angemacht ist sie. Mal schauen. So. Jetzt gehen wir schnell hindern. Angemacht ist sie schlicht und ergreifend hier von der Seite her in den Sitz geschraubt. Schön abgedeckt auch. Den Sitz kann man hier, sieht man es ein bisschen, hat einen Reissverschluss. Machen wir von unten her auf. Wir falten das Ganze hindern. Und nachher kann man es von der Seite her anschrauben. Man kann sie auch unten dran, hat sie noch ein Rädchen. Da zeige ich gerade mal schnell von vorne. Da unten hat sie noch so ein Rädchen. Mit der kann man dann auch, mit dem Rädchen kann man dann auch die Höhe einstellen von der Mittelarmlehne, dass sie schön bequem ist und für jedermann passend ist. Dann das zweite, was ich gemacht habe, ist ein Handyhalter nachrüsten. Weil Toyota hat in all ihrer Weisheit genau einen Anschluss gemacht für USB. Und der ist an einem Ort, wo man kein Handy kann,
irgendwo hin tun, weil es hat einfach wirklich keine Ablagefläche. Das zeige ich euch jetzt gerade. Toyota hat sich gedacht, der richtige Platz für einen USB-Anschluss ist hier vorne. Wo dass man denn da soll ein Handy hin tun, ist mir rätselhaft. Ja, die einzige Möglichkeit, die es gibt, wäre hier oben. Da hat sie so eine Anti-Rutschmatte. Aber in dem Moment, wo man dort oben ein Handy rein tut, bei der zweiten Kurvenfahrt, ist es entweder rechts oder links zum Fenster raus. Ich habe hier von Brodit so einen Handyhalter nachgerüstet. Der ist echt gebig. Wir können ihn auch von den Dingen her verstellen. Wir können ihn enger, also schmaler und breiter machen. Und dann habe ich so ein kurzes USB-Kabel gekauft, wo ich das Handy so von unten her einstecken kann. Und so sieht es auch aus mit einem Handy drin. Das ist jetzt ein iPhone X. Da habe ich dort so eingesteckt und da hebt wirklich tiptop. Ist richtig schön stabil. Genau. Ich habe es auch so drin auf der Rennstrecke zum Datenlogs machen. Also selbst auf der Rennstrecke hebt es. Man kann den ganzen Halter noch ein bisschen verdrüllen auf allen Seiten, dass man, oder so rum, dass man es gut sieht. Der Halter an sich ist relativ einfach gemacht. Der ist hier eingeklickt, hier oben, hinter dem Plastik und da unten unter dem Plastik. Also man muss nichts bohren, nichts kleben, nichts irgendwie sonst noch machen. Und es hebt wirklich super. Also auf der Rennstrecke hat es bis jetzt einwandfrei gehebt. Und zu guter Letzt ist auch noch das Lenkrad. Ich habe das Lenkrad komplett mit Alcantara beziehen lassen, auch mit den roten Nähten wieder. Ich habe extra keine, so die 12 Uhr Markierung, habe ich extra keine wollen. Ich wollte, dass es möglichst original aussieht. Und was ich auch ein bisschen machen lassen habe, ist aufpolstern. Das ist irgendwie, ich glaube, 2,5 mm aufpolstern. Es ist ein bisschen dicker wie das Originale. Und es fühlt sich wahnsinnig viel besser an, finde ich. Also ich finde, das ist das Geld wert gewesen. mylenkrad.de heisst die Firma, die das gemacht hat. Da kannst du einen Termin machen, anfahren, die bauen es aus. Ich habe 3 Stunden warten und dann haben sie es wieder eingebaut und konnte wieder heimfahren. Also ich finde es wirklich, es ist das Geld wert gewesen. Ich zeige euch jetzt gerade noch schnell Fotos, wie es vorher und nachher ausgesehen hat. Man sieht auch auf diesen Fotos recht gut, dass es ein bisschen dicker ist. Es ist nicht viel dicker. Man könnte es noch dicker haben, wenn man wollen. Selbst habe ich aber nicht wollen. Ich habe einfach ein bisschen etwas wollen. Und ja, ich finde, es ist super. Und ich würde es auch nicht mehr missen. Also für mich ist es perfekt. Und da ist es auch schon wieder für das Video vom Innenraum. Auch da eben, Toyota hat wirklich sehr, sehr einen guten Job gemacht mit dem Design von dem Auto, auch mit dem Innenraum haben sie sehr, sehr viel richtig gemacht. Es hat einfach so 2-3 Kleinigkeiten, die mich wirklich gestört haben. Jetzt so, wie es jetzt ist, finde ich super. Ich habe Ablageflächen für die Sonnenbrille, ich habe Ablageflächen fürs Handy, ich habe einen Handyhalter, der näher bei der USB-Buchse zu ist. Ich habe nichts bohren, nichts verändern irgendwie am Fahrzeug. Es ist alles 1:1 rückrüstbar. Und es ist mega viel bequemer. Ich finde es einfach, für im Alltag ist es mit Konsole eine sehr, sehr gute Investition. Auch der Handyhalter finde ich eine sehr gute Investition, hat sich für mich sehr gelohnt. Ob man jetzt ein Lenkrad will, mit Alcantara beziehen oder nicht, da muss jeder für sich selber entscheiden. Mir ist es wert gewesen, weil es einfach für mich wertet, den Innenraum massiv auf, weil das Lenkrad ist das, was ich immer in der Hand habe, wenn ich im Auto sitze, sonst wäre es schlecht. und darum, für mich fühlt es sich einfach viel schöner an. Und ja, darum habe ich das gemacht. Und ja, genau. Schön, dass ihr dabei gewesen. Danke fürs Schauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.